Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Felix und heute möchte ich mit dir über die verschiedenen Strömungen im Calisthenics sprechen. Ja? Wenn du dich schon ein bisschen mit der Thematik beschäftigt hast, dann hast du wahrscheinlich schon gesehen, dass es Personen gibt, die sich ja, um die Stange wickeln, wegspringen, sich drehen, andere machen extrem viel Wiederholungen, die nächsten trainieren hauptsächlich auf spezifische, ja, fortgeschrittene Elemente, andere wiederum hängen sich unfassbar viel Gewicht an den Körper, machen damit Pull-Ups, also Klimmzüge, Dips und so weiter. Und da fragst du dich jetzt bestimmt, also was ist jetzt was, ja? Was ist Calisthenics, beziehungsweise alles vereint irgendwie unter diesem Dachbegriff Calisthenics, aber das eine hat irgendwie doch nichts mit dem anderen zu tun. Und genau darüber möchte ich heute einmal kurz aufklären, was da die Unterschiede sind und welche Strömungen es gibt. Ja? Fangen wir an mit Calisthenics, mit dem Gesamtbegriff. Ja, in dem letzten Video habe ich erklärt, was Calisthenics an sich überhaupt ist, ja, was dieser Sport ja, bedeutet. Deswegen starten wir jetzt direkt, dass du, wenn du mit Calisthenics startest, erstmal eine Basis aufbaust. Ja. Die Basis ist im Endeffekt das Fundament von dem ganzen Haus oder unser Stamm von unserem Baum, den wir jetzt gepflanzt haben. Ja. Bedeutet, wir müssen erstmal einen großen Stamm aufbauen, damit wir an die Äste überhaupt was ranhängen können. So kannst du es dir am einfachsten vorstellen. Und dieser Stamm sind ja die Basisübungen. Dazu gehören Klimmzüge, Dips, Liegestütze, Kniebeuge, all die Grundbewegungen. Ja. Nicht nur, dass du auch dass du nicht nur eine gewisse Anzahl von diesen Wiederholungen schaffst, sondern da geht es halt auch darum, dass du auch das Wie, also wie mache ich diese Übungen, wie schaut die Technik aus, all diese Themen, mache ich die Technik richtig, wie ist meine Kraftbasis, das zählt auch zu den Basics mit dazu. Das heißt, du solltest wissen, die Übungen oder grundsätzlich solltest in der Lage sein, die Übungen, die du machst, wirklich, ja, richtig korrekt auszuführen und einfach dementsprechend stärker zu werden, ja, eine ordentliche Kraftbasis zu schaffen, stärker zu werden und die Qualität der Übungen hochzuhalten. So, wenn du das schon kannst, schon gemacht hast oder das Ganze jetzt erreicht hast oder irgendwann erreichst, dann stehst du an einem Punkt, wo du im Endeffekt die Möglichkeit hast, irgendwo in was für eine Richtung du gehst. Ja? Da gibt es jetzt grundsätzlich zwei verschiedene Strömungen. Ja? Einmal nach links würde ich jetzt mal behaupten, ist so das Freestyle Calisthenics und Weighted Calisthenics. Das Freestyle Calisthenics unterscheidet sich nochmal. Ein großer Teil davon ist das eigentliche Freestyle Calisthenics, kann man sagen. Da geht es darum, dass du einfach eine Art Choreografie schaffst, ja, mit dynamischen und statischen Übungen. Dynamische Übungen sind zum Beispiel, dass du dich schwingst, einmal von der Stange wegspringst, dich einmal drehst oder ein Salto machst, die Stange wieder fängst und dann in die nächste Übung hinein. Das heißt, da geht es wirklich darum, eine gewisse Choreografie zu absolvieren. Ja? Und das aber wiederum mit statischen Elementen zu kombinieren, wie zum Beispiel ein Frontlever, wo du mit deinem Körper quasi in der Horizontalen hängst. Ja? Und das ist primär Freestyle Calisthenics. Freestyle Calisthenics an sich ist auch so die größte Strömung, würde ich mal behaupten, weltweit, weil es einfach am spektakulärsten ist und natürlich auch über Social Media und so weiter extrem gut, ja, übertragen wird und vor allem eine sehr große Reichweite bekommt, weil es natürlich unfassbar spektakulär ist. Ja. Das ist Freestyle Calisthenics. Da sind die Wettkämpfe und so weiter sind genau so aufgebaut, dass du eben eine Übung oder deine Choreografie machst, deine Combo machst. Und dann kriegst du auf die verschiedenen Elemente Punkte. Dazu werden wir vielleicht auch nochmal ein eigenes Video machen. Also da geht es wirklich darum, die verrücktesten Übungen
also die höchste Anzahl der verrücktesten Übungen miteinander zu kombinieren und das Ganze so flüssig darzustellen, um dann wiederum die höchste Punktzahl zu bekommen. Im Freestyle Calisthenics oder unter diesem Dach gibt es eine untergeordnete Strömung, würde ich es mal nennen, die aber mittlerweile extrem am Wachsen ist, wo es darum geht, hauptsächlich statische Elemente und dynamische Skills zu trainieren. Dynamische Kraft-Skills, nennen wir es mal so. Das heißt, da geht es hauptsächlich darum, dieses ganze dynamische Schwingen weg von der Stange und so weiter komplett auszugliedern, und man konzentriert sich nur auf zum Beispiel eine Flagge, eine menschliche Flagge, eine Human Flag, Front Lever, Back Lever, also wie man quasi horizontal an einer Stange hängt, einmal mit dem Gesicht nach oben so und einmal mit dem Gesicht nach unten zum Beispiel. Da gibt es viele verschiedene Moves, eine Planche. Ein Planche ist quasi eine Liegestütze auf gestreckten Armen ohne Beine, hast du bestimmt auch schon mal irgendwo gesehen. Und ebenso kraftdynamische Übungen wie einarmige Klimmzüge, Handstand-Liegestütze und solche Sachen. Also da geht es wirklich darum, die Skills dynamisch sowie statisch, aber lauter Kraftelemente zu trainieren und da einfach besser darin zu werden und dieses dynamische Freestyle an sich auszuklammern und sich wirklich nur auf die einzelnen Elemente zu konzentrieren. So. Das sind schon mal die zwei Freestyle, würde ich jetzt mal sagen, Freestyle-Strömungen, die es im Calisthenics-Sport gibt. Ja. Der zweite große Begriff ist Weighted Calisthenics. Ja. Weighted Calisthenics gibt es auch zwei Grundströmungen. Eine davon ist die One Repetition Max Calisthenics, Weighted Calisthenics. Da geht es darum, hauptsächlich in vier Disziplinen, das wäre einmal der Muscle Up, also Klimmzug auf die Stange und dich hochdrücken, in Muscle Up, Klimmzug, da ist es egal, ob ich so im Ober- oder Untergriff greife, das kann sich jeder Athlet oder jede Athletin selbst aussuchen, bedeutet, wir haben einmal Muscle-Up, Pull-Ups oder Chin-Ups, dann Dips im Stütz, einmal runter und wieder hoch zu gehen, und die Kniebeuge, also der Back-Squat, wo ich eine Langhantel auf dem Rücken habe, mit Gewicht beladen und dann eine Kniebeuge mache. Ja. Und wie der Name schon sagt, One Repetition Max, da geht es hauptsächlich darum, in einer Wiederholung so viel Gewicht wie möglich zu bewegen. Das heißt, das Training dahingehend ist auch primär darauf ausgelegt, in diesen Disziplinen, in diesen vier Disziplinen besser zu werden. Weil am Ende des Tages hat der gewonnen, der umfassend in allen vier Disziplinen am meisten Gewicht bewegt hat. Ja? Dementsprechend hat das so die eigene Strömung und ist gerade im deutschsprachigen Raum extrem am Wachsen. So 1RM, One Repetition Max Calisthenics. Dann gibt es eine zweite Strömung davon, und zwar Endurance Calisthenics oder Weighted Endurance, wie man es auch immer nennen möchte. Das ist so ein bisschen vager Begriff, sage ich jetzt mal, weil das ist neu, da gab es noch nicht so viele Wettkämpfe, beziehungsweise früher gab es einige Wettkämpfe, aber es gibt noch kein festes System, weil das macht gerade jeder, der eine Competition organisiert oder in der Vergangenheit organisiert hat, hat alles ein bisschen immer anders gemacht. Es gibt kein einheitliches System, deswegen ist es schwierig wirklich zu definieren, aber was die meisten oder was alle gemeinsam haben, es geht darum, eher die Ausdauerkraft zu trainieren. Das bedeutet, man hat eine gewisse Anzahl an Übungen mit vorgeschriebenen Wiederholungen, mit vorgeschriebenen Gewichten. Dann macht man das Ganze durch, und wer als erstes fertig ist, zum Beispiel, hat gewonnen. Bisschen wie im CrossFit, nur mit strikter, schöner Form, würde ich jetzt mal behaupten, und mit auch den ein oder anderen Skills mit dabei.
Andere fokussieren sich auch wieder hauptsächlich auf die vier Übungen wie beim 1AM Calisthenics. Aber da geht es dann darum, zum Beispiel mit einem festen Gewicht, was angegeben ist, so viele Wiederholungen wie möglich zu machen. Was natürlich ein komplett anderes Trainingssystem beinhaltet als 1AM Calisthenics und fällt dann eher so ein bisschen in die Endurance-Geschichte. Nennt man auch MRAP, also as many reps as possible. So, das sind so die, ja, die Hauptströmungen. Dann gibt es natürlich, ja, unfassbar viele oder das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es gibt verschiedene Strömungen bzw. hybride Formen. Ja. Es gibt Leute, die machen 1AM Calisthenics, bedienen sich aber auch sehr viel in dem Skill-Thema hier. Ja. Also ich zum Beispiel betreue Athletinnen, Athleten, die im 1AM-Bereich Calisthenics-Wettkämpfe mitmachen, aber auch ja, einen Backlever, einen Frontlever lernen, einen Muscle-Up natürlich können und einen Handstand lernen wollen. Das ist alles Mögliche, was man da, sage ich mal, kombinieren kann. Das hängt natürlich immer von der jeweiligen Person ab. Was liegt einer Person und was macht am meisten Spaß? Genau. Also, was du für dich mitnehmen solltest, ist, es gibt im Endeffekt zwei große Bereiche, einmal Freestyle, einmal Weighted, und beide Bereiche haben Unterströmungen. Genau, einmal Freestyle Calisthenics, Static Dynamic Strength Skills mäßig, dann Weighted Calisthenics mit dem 1AM Calisthenics und dem Endurance Calisthenics. Das ist so das, was es hauptsächlich aktuell gibt. Und genau, jetzt weißt du ungefähr auch, wo du die Leute einordnen kannst, wenn du Übungen oder so weiter auf Instagram oder überall anders findest. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich blende dir hier gleich mal noch meinen Instagram-Name ein. Dann kannst du da gerne mal vorbeischauen, da beantworte ich immer wieder Fragen. Ansonsten check unbedingt den Calisthenics-Podcast aus. Da besprechen wir auch wöchentlich Themen. In diesem Sinne, ja, abonniere diesen Kanal, drück die Glocke, gib mir ein Like und dann sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut, dein Felix. Ciao.